Ba, ba, ba. Hallo, ihr Sport, Freunde da draußen, willkommen zurück zu der Gewista to Silence. Ja, ich wollte eigentlich Sportfreunde sagen, aber er hat Sportfreunde verstanden, also okay. Wir brauchen einen kleinen Spot. Na los, spreng den Ring! Na los, spreng den Ring! Was ist jetzt? Noch 20 Sekunden, dann sind die Sucher auf der Brücke und stürmen das Camp. Und was machen wir nun? Ich weiß nicht, was du machst. Ich werde versuchen, sie aufzuhalten. Aha. Spinnst du? Hey, ich bin... Darf ich Spot jetzt endlich? Nein. Ja. Super gemacht, Spot. Ja. Wie habt ihr das gemacht? Ich glaube, ich bin schwer beeindruckt von euch. Spot ist eine super Raupe. Ich glaube, das träume ich nur. Und jetzt auf ins Camp. Deine Schwester ist bestimmt schon da. Na los, worauf warten wir noch? Da geht's lang. Haha. Schön, es ist so schön irgendwie, eine andere Sichtweise wieder von Silence zu haben. The Whispered World war schön, das ist schön, aber natürlich wird das auch, kann das auch düsterer werden. Du sagst, du kennst den Weg und trotzdem laufen wir im Kreis. Wieso warten wir nicht auf meinen Bruder? Deswegen, kleine Lady. Außerdem knurrt dein Magen ziemlich laut. Und alle Essensvorräte sind im Keller. Mein Magen knurrt überhaupt nicht. Dann muss es wohl meiner sein. Moment. Gleich fällt mir ein, wo wir lang müssen. Oh Gott. Wo sind wir? Hier. Oh, schau mal, der arme Vogel. Das ist Horus, der Botenvogel vom alten Janus. Hol ihn schnell raus aus dem Ding. Das ist eine Karnivore, eine fleischfressende Pflanze. Egal, hol ihn raus. Der Typ ist nett, der Dicke. Oh Gott. Je mehr es ist, desto mehr wird sie... Desto fester wird sie, glaube ich. Oh nein, jetzt hat sie dich auch erwischt. Keine Sorge, die Verdauungssäfte brauchen eine Weile, bis sie zersetzend wirken. Oh je! Halb so schlimm. Ich habe davon gelesen, wie man den Prozess unterbrechen kann. Es muss mir nur einfallen. Egal, ich mach's kaputt. Lass meine Freunde los. Du sollst sie loslassen. Bitte hau sie nicht. Sie macht, also sie wird nur fester. Rini, nein! So beißt sie nur fester zu. Oh. Nicht, dass das weh tut. Meine Hand fühlt sich schon ziemlich taub. Hunde sind ja so gemein. Ja. Frag sie, was über die Pflanze weiß. Du hast gesagt, du hast etwas über diese Pflanzen gelesen. Ist es dir wieder eingefallen? Naja, die Verdauung kann Tage dauern. Was noch? Sie können auch Knochen vollständig zersetzen. Was noch? Sie vertragen Bitterstoffe nicht. Ah. Was passiert dann? Sie spucken sie wieder aus, denke ich. Aha. Wir machen uns super ekligen Bittersaft. Super ekligen Bittersaft. Ob die bitter schmecken? Das sind einfach Pilze im Wald. Rini! Lecker Schwabbel! Okay, mach das nie wieder bitte, Rini. Okay, hörst du? Nochmal probieren. Sie macht es nochmal. Okay, dann. Was machst du da, Rini? Ich suche Bitterstoffe. Es ist halt ehrlich, es ist nur die Wahrheit, ja? Wow. Ja, das sind keine Bitterstoffe, glaube ich, oder? Fasst du die Pilze an? Ja. Nicht mit den Fingern, ich schwör's. Braves Mädchen.
Nicht mit dem Finger, ich schwöre. Nein, bitte nicht. Eher. Hui. Ja, hui. Alles okay bei dir, Rini? Jo, Big Sam. Geh von den Pilzen weg, okay? Ups. Upsi. Hätte man früher machen können. Ein bisschen weggehen von den Pilzen. So, die lassen wir jetzt aber in Ruhe. Mein Hals kitzelt, es tut mir leid. Okay. Wir können die Beeren schmecken. Ja, giftige Beeren. Finde ich gut. Okay. Rini. Achso. Diese Beeren schmecken nicht bitter, sondern ganz lecker. Ganz lecker. Was machst du da? Nicht einfach irgendwas essen. Könnte giftig sein. Das fragt Noah auch immer. Willst du auch welche? Also. Mund auf! Schießt jetzt welche rüber? Wow. Gut geschossen, hey, Rini. Du kannst das super gut werfen, kleine Lady. Wollte ich auch gerade sagen. Stimmt. Okay. Durch die Wurst kann man auch gehen. So, vielleicht finde ich da drin was Besseres. Rini, ja? Geh lieber nicht so weit weg, hörst du? Ja, ja. Bleib hier, kleine Lady. Ja, ja. Ja, ja. Klassische Kinder einfach. Wow, wo sind wir denn hier? Hier finde ich bestimmt was Bitteres. Glaubst du? Honigtau-Ticke. Oh, wer bist du denn? Eine Honigtau-Ticke. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Hallo, Sohn. Oh. Ich bin Rini. Und du? Tschüss, Sohn. Tschüss, Sohn. Wenn du Noah siehst, sag ihm, er soll sich keine Sorgen machen. Mir geht's gut. Oh, wie süß. Sieht wie ein Fisch aus. Und schmeckt auch so. Das Moos ist vollgesaugt mit Wasser. Wabbelt und schmeckt irgendwie super eklig, aber kein bisschen bitter. Schmeckt irgendwie super eklig, aber kein bisschen. Nein, bitte nicht. Da verbrennt man sich die Zunge. Ja, danke, dass du smart bist. Hey, was ist das? Suchermasken. Hallo? Ist da jemand? Komisch. Das ist wirklich vielleicht komisch. Ist das eine Pechgrube. Das sieht ist hier eine aus wie flüssige Lakritze. Oh, Rini, du. Und schmeckt noch viel schlimmer. Ja, wie die Petroleumsuppe von meinem Opa. Ich finde, die sehen anders aus. Viel bitterer aus als die anderen. Ja. Schrecklich super bitter. Die hole ich mir. Super bitter. Ja, wie willst du das machen? Ich komme nicht ran. Ich muss mir nur noch schnell eine Brücke bauen. Ja, easy. Okay. Daraus baue ich mir was. Eine Brücke mit den Masken von den suchenden Wesen. Jetzt setz mich auf. Eine Tuschelbrücke. Sie haben gesagt, setz mich auf. Hey, Bro. Kann ich jetzt die Beeren? Achso. Sie überlegt noch. Ich probier's trotzdem. Ja. Das Ende ist nah. Welches Ende? Hey. Das Ende. Warum geht's immer um das Ende? In der muss man auch schon das Ende. Okay. Ich weiß nicht. Hört doch mal auf zu quatschen. Wenn ihr logisch nachdenkt, dann wisst ihr auch wieso. So, wir müssen balancieren. Das muss man, indem man mit der Maus immer gegen. Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich. Wirf Bitterbeeren über mich. Bitterbeeren. Ja. Nein. Oh, nein, da ist bitte. Eine. Nein, 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 nein. Nimm sie.
Susi. Warte, wieso isst du sie? Hurra, das schmeckt genauso wie Sonntagsgrütze. Genau das, was wir jetzt brauchen. Okay, muss ich noch mal eine. Und dann holt sie der Fisch. Oder? Nein, bitte. Rini, schnell, nicht gerne. Ich hole vorsichtshalber gleich drei. Ja. Ich hole gleich drei. Bäh. Okay, alles klar. Gehen wir drüber, wieder über die Brücke. Okay. Gut. Jetzt haben wir die Bären. Was passiert jetzt? Ah, wir können ihn befreien. Bittere Beeren haben wir. Und was nun? Bitterstoffe extrahieren. Extra was? Verstehe ich nicht. Ach so, wir müssen sie extrahieren. Das geht durch Erhitzen. Das verstehe ich. Wir brauchen ein Feuer. Ja, wir haben den heißen Honig. Aber... Na, mal schauen. Wir gehen zum heißen Honig. Reicht das? Ich glaube, das reicht nicht, oder? Ah, warte. Winnie, sorry. Damit könnte ich ein Feuer anzünden. Ja. Aber wie, wenn es zu heiß zum Anfassen ist? Ja, warte. Du kannst die Moos nehmen, Winnie. Damit kann ich das Feuer nachher wieder löschen. Ja. Damit kann ich das Feuer nachher wieder löschen. Ja, warte. Nur löschen und nicht anfassen. Ah, du kannst dir so eine Maske... Pech brennt, aber es sprüht keine Funken. Wie willst du das sonst machen, Rini? Damit kann ich das Feuer nachher wieder löschen. Oh Gott. Ich finde was, womit ich das aufsammeln kann. Mhm. Wie verbrennst du denn nicht die Finger? Der stumm ist, hat die Antwort. Ich frag mich, wie der Fisch aufs Trockene gekommen ist. Und wie er wohl innen aussieht. Aha. Okay, der ist stumm und der hat die Antwort. Oh, da ist ja noch ein Monster im Monster. Eine richtige Monstroschka ist das. Eine Monstroschka. Das stinkt echt schlimm hier drin. Hallo, kann mir mal jemand helfen? Alles klar. Warum hältst du nicht den Mund auf? Darauf muss man dann immer kommen. So Dinge. Warte, wir machen da jetzt den Mund nach oben. Komm schon, Rini. Oh Gott. Ich fahre den ganzen Bildschirm schon mit der Maus hoch. Was soll ich noch machen? Komm schon! Rini! Was willst du von mir? Du hast es vorher auch geschafft. Okay, ich mache jetzt ganz langsam nach oben. Okay, man muss langsam machen. Alles klar. Die Maske als Stütze. Wie kommen die denn auf einmal dahin? Könnt ihr etwa laufen? Bestimmt macht ihr das, wenn ich gerade nicht hinschaue. Ja. Schön brav A sagen. Dr. Rini schaut sich nur kurz um. Dr. Rini schaut sich nur kurz um. Finde ich nicht. Okay. Bumm. Ha, und da ist auch noch was drin. Ein Ritterhelm. Ein Helm. Toll. Für mich, nicht für den Ritter. Ja, für den Ritter. Boah, das ist toll. Der hält sogar Feuerspeien in Drachenstand. Ja, das stimmt. Aber warum sagst du das jetzt? Juhu, das ist ich habe endlich was Feuerfestes gefunden. Das ist ja logisch. Okay, gut. Wo machen wir das Feuer? Oder wie vor allem? Gute Frage. Wir haben Feuer. Hallo. Wie heißt Schau denn? Mal, Nein, ich habe hier was, womit nicht. Wir ein Lagerfeuer anzünden können. Gut gemacht, Rini. Aber das Holz ist hier im Sumpf nicht trocken genug. Du musst etwas anderes finden, das du anbrennen kannst. Möglichst etwas, das nicht zu nah an mir dran ist.
Opas Petroleumsuppe. Beim St. Martinsumzug haben wir Fackeln damit bestrichen. Oh Gott, oh. Vini, du bist echt oh behindert. Oh. Also. Ja, es passt schon. Ist schön. Schön. Schönes Lagerfeuer. Okay. Wir haben ein Feuer. Das wollte ich nicht. Ja, das wollte ich nicht. Jetzt kannst du es mit Moos ausmachen. Viel zu wenig Wasser zum Löschen. Ja, das stimmt. Aber einen ganzen Teerfluss haben, das ist also schon wild, dass da ein ganzer Teerfluss ist. Wo findet man in der Natur eigentlich Teer? Halte durch, Frage, Noah. Gell? Ich meine doch Sam. Noah, geht es gut. Mach dir keine Sorgen. Warte, what? Warte, what? Hab ich schon mal probiert. Dieser Stöpsel. Nicht rausziehen, bitte. Sonst entweicht Giftgas. Was? Eine Art Sumpfgas. Eine Mischung aus giftigen Fäulnisgasen und brennbarem Methan. Mhm. Na sowas. Ups. Verdammt. Nicht einatmen, hörst du? Okay. Boah, stinkt wie Latrinendienst jeden Mittwoch. Latrinendienst. Oh Gott, das heißt... Explodieren kann der ganze Sumpf aber nicht, oder? Wie meinst du das? Na, wenn man das Gas anzündet. Ach, wird schon nicht. Gut, dass Noah nicht zuschaut. Hey, ich kann bittere Beeren haben wir. Eine Feuerstelle auch. Und was nun? Ihre Bitterstoffe werden freigesetzt, indem man sie in Wasser erhitzt. Ich weiß Bescheid. Aha. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt Wasser. Vom Moos wahrscheinlich. Ich extrahiere, glaube ich, in dieser Folge noch schnell die Bitterstoffe, wenn das geht. Und dann beende ich die Folge. Wofür habe ich das dann angezündet? Das fühlt sich so lustig an. Ja, du merkst einfach das. Wir merken eine Kuh. Ich habe ihren Dialog unterbrochen, scheiße. Ich wollte schon nach oben gehen, nämlich. Deswegen. Okay. Komm. Jetzt haben wir ein kochendes Wasser. Hauen die Beeren rein. Juhu, jetzt bin ich ein echter Koch. Jetzt haben wir wahrscheinlich... Der Zaubertrank ist fertig. Schau mal, was ich habe. Super Kotzsaft. Ist das nicht heiß? Das ist ja urheiß jetzt. Na, egal. Das Zeug schmeckt schlimmer als Brokkoli. Pass auf. Hoffentlich ist der Saft bitter. Nice. Let's go. Lol. Gut gemacht, Lachende Lady. Ich frage mich nur, sieh nur, er hat eine Botschaft von Janus bei sich. Wir müssen wie ein Vogel von einer Pflanze gefressen werden kann. Okay, ja. Guter Vogel. Ich brauche einen vernünftigen Zeitpunkt zum Beenden der Aufnahme, weil ich ja jetzt dann keine mehr aufnehme. Deswegen. Schade. Werde ich jetzt noch den nächsten Screen abwarten, wo wir uns frei bewegen können. Und dann werde ich beenden. Ha, wie gefällt euch Silence? Ist ein schönes Spiel, oder? Für die ganze Familie, also wirklich, theoretisch. Kannst du mit Kindern spielen, kannst du aber auch mit 80-Jährigen spielen, kannst du mit normalen Erwachsenen spielen, kannst du mit Jugendlichen spielen. Es hat eine tiefe Message, es hat einen gewissen Charme. Die Rini ist ein unschuldiges kleines Kind, was einfach Spaß an der Welt hat. Der Noah ist einfach genau das Gegenteil. Ein pessimistischer Angsthase, der immer nur besorgt ist um alles und jeden. Und Spot ist einfach der süße kleine Wurm, der halt einfach immer dabei ist. So, das ist die letzte Anime, also Cutscene, die wir noch sehen. Ja, ich wollte nur kurz verschnaufen.
Ist schön hier. Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Was glaubst du denn? Der Honigduft, das magische Licht, die Gravur in der Rinde? Ein Drogenumschlagplatz? Ein Treffpunkt für Verliebte, du Idiot. Er sagte zu einem, komm her, fühl dich frei, lass dich mit Weintrauben füttern und sei glücklich. Ist schon eine Weile her, hm? Ein ganzes Leben. Horus. Was ist das? Klingt wie Horus. Eine kranke Krähe. Nein, das ist unser Botenvogel, Horus. Auf den habe ich schon gewartet. Komm, Horus, komm zu mir. Na los, ich bin's, Kyra. Komm schon. Er will nicht. Kein Bock einfach. Nö. Was ist los mit dir? Du kennst mich doch. Nö. Oh. Das wird das Problem sein. Was willst du damit sagen? Dumme Krähe. Gut. Ich glaube, das war's. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Können wir das selbst speichern? Ich glaube tatsächlich nicht, aber egal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.